sie tanzt, sie ist fröhlich. Könntest du... Hey, Kleine. Kleine. Elizabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja. Wie wär's mit Paris? Paris? Wie... Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt... Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Okay. Bring Elizabeth zu First Lady. Kaum zu glauben, aber wahr. Moment, ich muss erst mal gucken, was da hinten war. Ich nicht, Sie vielleicht? Die Keine Stimme, Ahnung. Die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Das ist doch alles Schwindel. Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Weißt du, den kriegst du nicht. Selbst unten auf der Erde kriegst du keinen fairen Lohn. Es sei denn, du bist Let's Player. Stand? Und woher weißt du das? Aus einem Buch, das ich nach ihm geworfen habe. Ist aber auch gut zu lesen. Münzen unter der Matratze. Komm, gehen wir mal weiter. Bringen wir mal Elizabeth hier weg. Der verdient nicht schlecht. Ein Ehre mal gut verdienen, aber deswegen gehe ich doch nicht gleich mit ihm lunchen. Dabei sind es nur raffiniert montierte Pumpen und Auffang. Verdammt, jetzt habe ich die Hälfte des Gesprächs nicht mitbekommen. Vielleicht sollten wir beide einen Spaziergang machen. Ich gehe doch nicht mit dir spazieren. Es ist doch allgemein bekannt, was du für einer bist. Sehr erotische Unterwäsche, die sie da haben. Oder Badeanzüge. Aber ich glaube, das war früher einfach mal so. Dass man nicht sehr viel zeigen durfte. Was heute natürlich anders ist. Popcorn! Das ist echt wohlhabend, was? Ja. Was heißt hier wir? Das ist mein Geld. Alter. Ich will das Zeug hier haben. Wir sind wohlhabend, als wenn ich dich heiraten würde. Ey. Seht ihn euch an, Ladies. Wirklich ein Jammer, dass dem keiner eine hübsche Badehose kauft. Ganz ehrlich, bei den Badehosen, die hier rumlaufen, nein, danke. Er ist dein Bruder. Sieh ihn dir an, total zurückgeblieben. Weißt du... Ich kenne da einen, der kann das, sagen wir mal, regeln. Wilma! Tja, entweder das oder deine Familie lebt in Schande. Eine echte Zwickmühle, in der du da steckst. Hä? Oh, die schlafen. Kann ich die ausrauben? Na, ich könnte den unbekannten Fussel trinken. Nein, danke, das ist mir ein bisschen zu unbekannt. Du versperrst uns die Sicht. Und jetzt Sprung! Sprung! Hau Sprung, ab! Sprung! 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 Runter zu den Zehen! Ihr seid so behindert. Aha, hier spielen sie dieses Kegelspiel mit. Meine Frau Angst hat. Aber ich kann sie ihr nicht nehmen. Kaunstock wird die Vox erlauben. Wenn er sagt, er hat einen Plan, dann hat er auch einen. Nicht lachen. Wann hat er uns je im Stich gelassen? Okay, Rebellen vielleicht oder so? Diese Vox irgendwas? Kann das sein? Komm, gehen wir weiter. Oh, warum sagen die mir das? Comstock, hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Gibt man einem Mann Macht, hält er sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Können wir gehen? Ich dachte, Elizabeth kennt den Propheten. Warum kennt sie ihn denn nicht? Ich sammle hier erstmal alles ein, scheiß drauf. Ach so. Sie zeigt mir also, wo Silver Eagles sind, ja? Ups. War nicht meine Absicht zu trinken. Aber egal. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert. Ich hab schon alles geregelt. Ich habe hier alles mögliche durchsucht und alles mögliche gefressen. Oh.
Gehen wir mal weiter. Also Elizabeth passt im Kampf selbst. Wird sie mich jetzt die ganze Zeit verfolgen? Scheint so, ne? Verdiene ich dadurch Geld? Ne? Nein. Ist alles umsonst anscheinend hier. Das finde ich gut. Ne, da komme ich nicht hoch. Schade. Was war da hier doch gerade noch? Achso. Das Fass durchsuchen. Vogel? Oder den Käfig? Oder vielleicht den Vogel? Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Wie... Schon gut. Okay. Scheint haben wir hier irgendwie die Wahl. Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser? Der hier oder der? Der Vogel ist wunderschön und der Käfig ist traurig, aber er hat schon etwas Besonderes. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde den Vogel ganz cool. Den rechten. Ganz sicher? Sicher. Der ist toll. Überraschend. Mein Tipp war der Käfig. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, mache ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Oh mein Gott. Mein Gott. Alles in Ordnung? Da war ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Los. Oh Gott, alle brechen jetzt in Panik aus. Das ist schon alles in Ordnung. Sie alle mit Fingern drauf zeigen. Ist das Schwert der Rache? Wie der Kopf einfach mal abgeflogen ist von dem Ding. Was ist ein Handyman? Oh, alles meins! Zuckerwatte fresse ich auch noch auf. Alles meins. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Was geht hier? Stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Ausweis mit Foto vorweisen können. Oh, oh. Arme nach oben. Finger spreizen. Beine spreizen. Halten Sie still. Da komme ich nicht durch. Ich weiß schon was. Kommen Sie. Warte, ich hatte hier irgendwas gerade gesehen. Ah, Mülltonne. Na los! Was? Christina! Hey, Hulle! Zieh dir den an! Der ist verdächtig, wenn du mich fragst. Mein Gott, was ist los? Deine Mutter ist verdächtig. So, was ist los, Elizabeth? Was wolltest du mir zeigen? Hier lang? Das Ding ist versperrt. Was machst du da? Sie sind lustig. Wonach sieht's denn aus? So. Wo hast du gelernt, Schlösser zu knacken? Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen, was ich alles kann. Ich glaube, du bist Jungfrau, also, ich würde ja gerne wissen, was du kannst. Aber ich glaube, das ist nicht möglich. So, ich nehme einfach mal alles mit hier. Komplizierte Arbeiten kann ich. Oh, hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Bist du ein. Ich glaube, das ist ein Schwarzer, ne? Dass die Schwarze so eine niedrige Arbeit vollführen müssen, das ist so krank, ist das. Ich ja. Habe diese Silver Eagles gefunden. Dort drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für Ihre Gesundheit. Ist vermutlich eine gute Idee. Yeah, Kohle ein Ende. Ich habe eigentlich alles, ne? Ich habe so viel durchwühlt. Ich brauche eigentlich nichts mehr. Oh. Stellen Sie ein paar Fangfragen, wie etwa, finden Sie nicht, die Vox Populi hat ganz recht mit Ihren Beschuldigungen gegen den Propheten? Und es waren Freunde von Ihnen bei Ihrem Treffen. Würde mich auch mal sehr interessieren. Und nun, wieder Musik. Nein, keine Musik. So. Erstmal die, das, nee. Hier holen wir erstmal die Ausrüstung. So, neu, Hemd, Scharfrichter. 60%ige Chance auf kritische Treffer gegen taumelnde Gegner.
Opfer nehmen bei Treffern 25% mehr Schaden. Vergleich anzeigen. Gegner sind leichter. Okay, komm, Ausrüstung anlegen. Das ist endlich ganz nice. That gefällt mir. Na komm, Elizabeth, ich bin fertig. Das Voxophon. Ja, 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 ihr habt alle bestimmt gerade schon direkt auf euren Rechner, auf euer Smartphone gebrüllt. Das Voxophon, du Spacko, nimm es! Und hier ist es. Als ich Columbia zum ersten Mal sah, hatte ich noch nie einen klareren, blaueren Himmel gesehen. Es war wie im Paradies. Dann, als sich die Augen an das Licht gewöhnt hatten, sah man ein Meer von Weißen, die einen kalt anstarrten. Okay. Kann mir gut vorstellen, was sie da sich dabei gedacht hat. Gehen Sie lieber, sonst bekommen wir noch beide Ärger. Ich bleib hier. Ja, hier stinkt's ein bisschen, Elizabeth. Es tut mir echt leid. Ja, ja, ist ja gut, ich bin ja schon weg. Oh. Hey, bist du Flawless Flintlock? Die neueste Ausgabe der Serie. Das Erscheinen wurde 3-mal verschoben. Okay, hier gibt's echt viel anzusehen, ne? Also ich finde, Mäuse damit zu schießen ist ein bisschen besser als es zu putzen. Ich meine, ich mache mich damit nützlich. Okay, grün. Blau. Bist du ein Schlaukopf? Oder ein Schwachkopf? Wenn ein Schlaukopf die kolumbische Hymne hört, nimmt er Haltung an und singt stolz und kräftig mit. Wenn ein Schwachkopf die kolumbische Hymne hört, sagt er nur: Das Lied wieder. Ich bin zu faul zum Mitsingen. Ja. Sei kein Schwachkopf. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Bist du ein Schlaukopf? Oder ein Schwachkopf? Wenn ein Schlaukopf eine verdächtige Person sieht, meldet er sie sofort bei den Behörden. Wenn ein Schwachkopf eine verdächtige Person sieht, ignoriert er sie und widmet sich lieber seinem neuen Roller. Drum denk immer daran, sei kein Schwachkopf. Ja, ich meine, vorher will man wissen, ob der verdächtig ist, ganz ehrlich. Bist du ein Schlaukopf oder ein Schwachkopf? Ein Schlaukopf reinigt jeden Sonntag und... Ja, ist gut, kenne ich schon. Achso, das ist wieder der grüne, ne? Ich muss mal auf die Farben achten. Na, die hatte ich alle schon. Grün hatte ich auch schon, ne? Ja. Oh, Zuckerwatte! Das sieht aber nicht gerade freundlich aus. Kommen Sie! Lassen Sie sich mit unserem Landesvater vorstellen. Er hat das Schwert des Engels Columbia empfangen. Kommt, Leute! Zeigt eure Treue zu Flagge und Nation! Gen Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seinem Kopf ein Eben stehen dort im Dunst. Ja, die sind doch hier alle irgendwie bekloppt, oder? Oh, Silver Eagle. Scully Stranger. Hatte ich doch schon, oder? Aber darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Nein, danke.